Und damit, moin Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stano Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Fortnite. Diesmal aber nicht Battle Royale oder was weiß ich, null bauen, sondern es ist ja der brandneue Lego Fortnite Modus rausgekommen. Und ich habe mir gedacht, komm, ich mache heute mal ein Video darüber. Wir suchen uns auch erstmal direkt eine Welt aus. Beziehungsweise wir müssen erstmal eine neue erstellen. Wir gehen ja auf Welt erstellen und können jetzt hier aussuchen, ob wir Sandbox oder tatsächlich Überleben machen wollen. Ich möchte natürlich Überleben machen. Wir können ja auch noch mal kurz gucken, was hier steht. Baue, sammle, erstelle und kämpfe gegen mächtige Gegner, während du die Welt erkundest. Und Sandbox ist spawnen die Gegenstände, die du benötigst und baue ohne Ressourcen zu benötigen. Ist irgendwie auch eigentlich kreativ, aber ja gut. Können wir sogar auswählen, wo wir spawnen wollen. Was? Wir können jetzt hier einfach mal irgendwas hier auswählen und einfach da spawnen, wo wir das wollen. Boah, das hier sieht auch geil aus. Boah, yo. Ich muss ja sagen, ist schon geil. Es hat auch irgendwie eine Ähnlichkeit, glaube ich, mit Minecraft, kann man sagen, oder? Also, kannst du sogar ein Seed eingeben. Ja, es hat schon eine gewisse Ähnlichkeit mit tatsächlich einfach, ja, Minecraft. Aber trotzdem ist es geil. Vor allen Dingen Lego Fortnite. Einfach Lego. Lego, Junge. So, wir starten mal rein. Wir sehen uns gleich, wenn ich einmal im Spiel drinne bin. Da bin ich im Game. Oh, wer kommt denn da? Mit Kuschelbeauftragte reden, jo. Ah, wo bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Ja. Warte, die Antwort auf die letzte Frage weiß ich. Ich bin Kuschelbeauftragte. Wie schön, dich zu treffen. Und du bist Stano Gaming 427? Warum klingt das vertraut? Ich bin noch nie an einem so neuen Ort wie diesem gewesen. Aber ich bin froh, dass wir gemeinsam hier sind. Es könnte hier gefährlich sein. Wir sollten uns vorbereiten. Nur für den Fall. Vorbereiten? Scheinbar gibt es hier in der Gegend viel Holz und Granit. Ich frage mich, was wir damit wohl herstellen könnten. Alles klar. Und damit beginnen wir auch mal hier diese Runde. Also, ich habe absolut keine Ahnung, was man machen muss. Wie das ganze System hiervon funktioniert. Ich weiß nur, dass wir Essen brauchen und deswegen töten wir die hier mal kurz. Absolut keine Ahnung. Ah, so schlägt man, okay. Komm her. Ey, das ist ja absolut. Ja, komm hier. Komm her, du Blöder. Nein. Nicht abhauen. Nein. Komm her. Mann, warum bin ich denn zu blöd, den zu treffen? Komm her, komm her, komm her. Ey. Das hau doch nicht ab. Danke. Boah. Okay, okay, okay. Ich habe hier schon gesehen, man kann hier irgendwie Kürbisse einsammeln. Oha. Was ist das denn? Baurezept. Lagerfeuer? Ah, hier kann man das dann anscheinend bauen. Ich weiß gar nicht, was so der Sinn daran ist. Ich glaube, der Sinn irgendwie ist, einfach ein Dorf zu bauen. Kann man das ja auch kaufen? Oha. Ist das ein Wolf? Da habe ich ja gar keinen Bock drauf, tatsächlich. Du hast einen Hunger. Ja, ich habe ja Kürbis hier. Oh, hier ist auch Holz. Könnten wir auch mal einsammeln. Hier sind Bären. Himbeeren. Oha. Sammeln wir mal alles hier ein, was wir zu essen kriegen. Weil ich glaube, Essen ist hier irgendwie sehr wichtig tatsächlich. Hallo, ich will einsammeln. Danke. Und was wir auch machen, ist diese Hühner hier einmal killen. So. Auch hier ein bisschen das hier kaputt machen. So. Zack. Okay. Ich glaube, ich würde für euch mal kurz eben den Zaun tatsächlich ein bisschen leiser machen, damit ihr hier auch mich verstehen könnt. So, also wir haben jetzt hier Himbeere. Oh, wir kriegen aber schon viel Energie, ne? Komm, wir essen mal alles, damit wir hier voll geweckt sind. So.
weiß gar nicht, wie viel. Also ich bin gerade auch eine Frau. Ja, ich bin das. So, man hat hier auch eine Map, aber da sieht man absolut nichts. Oh, hier sind noch mehr Himbeeren, die könnten wir auch mal holen. Okay, hier ist Granit. Ah, hier ist Granit, ne? Das sollten wir ja auch einsammeln, glaube ich. So. Okay. Ich glaube, in der Nacht friert man tatsächlich sogar, habe ich gelesen. Also da müssten wir auch mal irgendwie gucken, dass wir dann was finden. Oh, da ist wieder ein Huhn. Den, ein Hahn meine ich. Den hole ich natürlich hier einmal kurz. Mann, jetzt hau doch nicht ab, du blödes Huhn. Ich hau immer viel zu spät. Komm her. Hier sind ja Kühe. Boah, wie sehen die denn aus? Boah, ich meine, das Spiel ist schon krass, muss ich sagen. Komm her, Kuh. Komm her. Mein Essen. Danke. Nein, mein Essen rutscht runter. Du kommst auch her, Kuh. Nein, die Kuh haut ab. Du kommst her. Ich will nicht zu nah an diesen Wolf tatsächlich gehen. Oh Scheiße, der hat mich gesehen. Hilfe! Ah, ich glaube, der hat mich wieder nicht gesehen, zum Glück. Gehen wir mal kurz hier hoch, weil hier sind nämlich Kürbisse. Irgendwie alles hier mitnehmen, was es tatsächlich gibt. So. Gehen wir mal hier komplett nach ganz oben hier. Am besten auch da, wo ich tatsächlich hochkomme. So, hier. Okay, mit B. Aua! Aua! Hilfe! Nein, nein, nein. Spinnen, geht bitte weg. Ich habe keinen Bock auf euch. Kühe, hilft mir! Ich werde angegriffen. Okay, bauen. Ein Lagerfeuer. Aber kann ich gerade nur ein Lagerfeuer bauen? Wie kann man denn eine Werkbank bauen? Ausweichen kann man so. Okay. Das hier ist mein Inventar. Dann kann man hier die Karte sehen und die Spieler. Kann sogar Spieler einladen in diesem Dings. Aha. Okay. Ich glaube, wir sollten erstmal ein Lagerfeuer bauen. Bauen. So. Ah, jetzt haben wir zwei neue... Aha, jetzt können wir tatsächlich eine Werkbank bauen. Und auch eine Hütte. Die Werkbank würde ich tatsächlich... Wir brauchen Granit. Granit. Das gibt's hier. Aber wo ist denn jetzt hier meine Kollegin hier? Die ist ja weg. Wo ist die denn hin? Oh no. Ich glaube, wir brauchen... 5 Stück davon? Ja, einen. So, jetzt brauche ich noch einen. So, jetzt habe ich 5 davon. Okay. Hier sind wieder Bären. Sind die wieder gewachsen? Das ist eigentlich ganz geil, wenn wir die hier haben, weil dann haben wir immer was zu futtern. So. Okay, gehen wir mal wieder zu meinem Lagerfeuer. Das ist nämlich da oben. Wobei, wir könnten hier unten eigentlich mal das bauen. Bam. Werkbank benutzen. Okay, jetzt könnten wir eine Spitzhacke herstellen. Und eine Waldaxt. Aber dazu brauche ich noch Holz. Dazu brauche ich ein Holz und 2 Granit. Okay. Oh, eine Werkbank. Ah, ich habe eine Aufgabe abgeschlossen. Okay. Nein, jetzt wird mir kalt. Ja gut, das ist ja nicht so schlimm. Dann machen wir gleich mal eine Hütte. Boah, was? Wie viel Stein habe ich denn jetzt schon bekommen? 7 Stein, aha. Ein Grill, ja. Ich habe gerade ein anderes Problem. Ich muss eine Hütte bauen. Einfache Hütte. Was brauche ich denn da? 13 Holz brauche ich dafür. What? Ey, ich will bauen. Kann nicht im Regen benutzt werden? Gut, dann gehen wir mal kurz auf Holzsuche.
Ja, oder ich muss warten, bis der Regen vorbei ist, ne? Warte, wir gehen mal kurz zu unserem Insta-Bums da und bauen das mal kurz ab, würde ich sagen. Hallo, Lagerfeuer. So, nehmen wir das hier mal kurz wieder alles mit. Die Frage ist jetzt, wie lange es regnet, ne? Sind wenigstens wieder Himbeeren gewachsen, weil die brauche ich. Ja, hier sind doch wieder welche. Geil. Zack. So. Und hier auch. Und hier liegt sogar Holz. Ich mache mir jetzt mal komplett hier voll. So. Ich habe einen Wolf gehört. Okay, also das kann ich gerade nicht nutzen, ne? Kann ich denn irgendwas anderes bauen? Ein Grill. Brauche ich 30... Boah, was? 30 Granit brauche ich dafür? Ne, eine Werkbank habe ich ja schon. Ich brauche nicht eine zweite. Okay, wir brauchen Holz. Wir müssen Holz holen. Hier ist kalt. Oh, nö. Ja gut, dann baue ich mal ein Lagerfeuer. Das wollte ich gerade nicht machen. Ah ja. Hier ist kalt. Ja, mir ist kalt, das weiß ich. Ich muss hier irgendwie ein Lagerfeuer bauen. Nein, Lagerfeuer. So, ist mir jetzt warm? Ja, jetzt ist mir warm. Okay. Das ist doch geil. So, dann bleibe ich jetzt einfach hier und chill, bis es tatsächlich Tag wird. Aber warum habe ich denn nur einen? Warum habe ich denn nur einen? Ich kann nur einen Tanz hier benutzen, oder was? Eigentlich habe ich tatsächlich mehrere. Sollten uns... Kann im Regen nicht benutzt werden. Das ist doch kacke. Leute, ich würde sagen, wir warten jetzt einfach, bis es irgendwie Tag wird. Beziehungsweise, was wir in der nächsten Folge machen, das seht ihr. Wenn ihr Bock auf dieses Spiel habt, lasst es mich wissen mit einem Like, Abo und Kommentar. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde sagen, in der nächsten Folge bauen wir ein bisschen mehr. Gucken, wie wir hier ja tatsächlich ein Haus vielleicht bauen. Suchen uns, machen uns ein Schwert, machen uns eine Axt, sammeln Holz und Stein und dann ziehen wir, denke ich, auch mal weiter. Mal gucken. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao. Feeling the show and